Jo, willkommen zu einem neuen Kurzprojekt. Jo, das ist, ja, Zelda als Kurzprojekt, ne? Naja, ja, Zelda, The Minish Cap. Möchte ich als Kurzprojekt machen. Wir machen natürlich erstmal auf Deutsch. Denn wir sprechen Deutsch. Die deutsche Sprache. Wir nennen uns natürlich Link. Den deutschen Link. Lassen wir das und machen einfach weiter. So. Warum Minish Cap? Es fehlt mir noch so mehr oder weniger in meinen, ja, selber, Zelda-Repertoire. Ich glaube, normal passt. Und deswegen... Ich finde, Minish Cap ist ein sehr schönes Spiel. Ich erzähle gleich weiter. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Held das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Wobei ich mich da frage, auf was da bezogen wird. Weil das einzige Spiel, glaube ich, was vor Minish Cap noch spielt, ist Skyward Sword. Sprich, das bezieht sich auf ein Spiel, was nicht existiert bisher. Wenn ich gerade in meiner Zelda-Chronologie richtig liege. Ich meine, Minish Cap war wirklich direkt nach Skyward Sword. Guten Tag, Onkel Alberich. Oh, Oh, hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht schlimm. Wo ist denn Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil das jährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Link hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Link! Hallo, Link! Was? Achso. Ja, stimmt. Ich habe ja noch was mit Zelda zu tun. So, ich habe heute erstmal kein Startmenü. Aber ich kann mich rollen. Das ist nämlich eine sehr coole Fähigkeit, sage ich mal. Und ich kann gegen Wände laufen. Das kann ich wie ein ganz großer. Würde mich wahrscheinlich eh nur fast nur rollend fortbewegen. Ah, Link. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo Link, komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Alberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur hin, geh nur mit Zelda hin. Ah, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Yay, Schwert ist Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verlier es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib Acht, dass hier nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also Link, auf in die Stadt. Okay. Ja, was hast du denn? Ah, okay, mit R kann ich also auch reden. So. Yay, 20 Rubine erstmal klauen. So, dann. Boah, ich glaube, zum Reden über das Spiel. Hallo, hier bin ich, Link. Kann ich? Okay, ich kann auch schon aufheben. Ja. Warum das Spiel? Es ist ein schönes Spiel. Es ist was Schönes für zwischendurch. Ein Herz! Es ist, ja... Man kann hier so vieles Schönes machen. Also ich möchte natürlich auch natürlich 100% machen. Sprich, wer das Spiel ein bisschen kennt, weiß, es kann ein bisschen mehr in Arbeit ausarten. Bezüglich der Glücksfragmente und der Muscheln. So, hätten wir auch den Rubin. Damit das jetzt auch nicht immer wieder kommt. Aber ihr werdet schon noch sehen, was damit gemeint ist, was wir machen müssen. Link, komm, beeil uns! Okay. Bin auf deinen Fersen. Hier entlang, los, beeil dich! Okay. Ich rolle. Moment. Stadt Hyrule, Welt von Tabanta, Telloriawald. Okay. So, das ist Stadt Hyrule. Okay. Hm.
Guck mal, Link, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Okay. Nach links und rechts können wir nicht, weil alles blockiert. Willkommen auf dem Minish-Fest. Heute ist das 100-jährige Jubiläum. Vielleicht kommen ja Minish in die Stadt. Boah, das war viel Arbeit, das Fest vorzubereiten. Ein tolles Fest, oder? Und Zelda, was findest du hier so? Nur wer Gutes tut, soll den Minish treffen können, hm? Link, hör doch mal dem Geschichtenerzähler zu. Hä, was ist das da? Ich dachte, wir wollten jetzt dem Geschichtenerzähler zuhören. Minish gibt es also wirklich? Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Was hast du denn zu sagen so? Weil wir 100 Jahre in der Welt und Menschen sind ja so weit. Wir müssen noch lange leben. Hä, was hast du gesagt? Du solltest dein Gebiss mal reinmachen. Im Schluss fand ein Schwertkampfturnier statt, wer wohl gewonnen hat. Und jetzt gehen wir dahin. Das ist Enkel von Alderich, oder, lieber? Alderich ist der beste Waffenspieler in ganz Hyrule. Ich nehme jedes Mal am Turnier teil, weil ich sein Schwert haben möchte. Aber ich bin chancenlos. Dieses Jahr war das Turnier echt toll. Diesmal gewann ein Fremder. Mit seltsamen Techniken. In kürzester Zeit. War es etwa Ganondorf? Gibt's in diesem Spiel nicht. Kann ich soweit schon mal sagen. Hm? Hauptgewinn! Unglaublich, du hast mit der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Auf ganz ehrliche Art und Weise natürlich. Also dann sucht etwas aus. Entweder hätten einen herzförmigen Stein oder ein schönes großes Juwel oder aber ein kleines Schild. Wofür entscheidest du dich? Das Juwel, der herzförmige Stein ist auch sehr hübsch. Suchst du aus, was dir gefällt? Ich nehme den kleinen Schild. Wieso? Warum? Wieso denn das? So ein Schild ist weder schön noch gleitsam. Hier zum Beispiel der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Oder hier, das Juwel. Eine wahre Augen, weiter oder nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als ein Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch, aber gut. Hier bitte, der kleine Schild. Aber du hättest einen Herzcontainer nehmen können. Oder 100, 200 Rubine. Na gut, Rubine ist ja egal. Du bist ein Prinzessin, du hast eh wahrscheinlich eh mehr als genug Geld. Aber ein Herzcontainer. So, den schenke ich dir. Der Schild steht Link gut, nicht wahr? Yay, kleinen Schild halten. Leg ein Item-Menü auf A oder B. Oh yeah, ein Geschenk für Zelda. Für mich. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja wirklich, du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Ach, schon so spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Link, gehen wir. Yay. Moment. Ich möchte das Schwert aber auf B legen. So, wir haben hier, wir sehen schon, 0 Herzteile. Ein paar Sachen, die hier landen können. Ja, wir haben aber noch keine Karte. Okay. So, dann auf zum Schloss. Yeah. Yeah. Yeah, ich habe ein Schild. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Ich habe ein Schild. Hey, der Rotzbengel ist da. Ja, brauche ich nicht, deswegen kann ich bald den Mini spielen. Duff, duff, duff. Wenn ich mir so bedenke, der kommt auch in vielen Zelda-Spielen vor, ne? Ja, in vielen. Mir fällt gerade ehrlich gesagt nur Wind Waker ein. Das ist sicher noch einen anderen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also dann, Link, lass uns zum Schloss gehen. Okay. Was steht denn da? Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Gongolberg, Kühlersee. Okay. Was ist da? Hey, greif die Prinzessin nicht an. Aua, das sind die Händler-Dekos, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerle. Link, tu doch etwas, so kommen wir doch nie zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Okay. Ja. Ah, tut mir leid, wegen den Nüssen. Ich kann mich nicht halt, um auf dem Festgeschäft zu machen, aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüscherstimme und Alarm, Angst vor mir und kommen die Menschen näher. Ich hoffe, das nicht mit den Geschäften. Also, zurück ins heimliche Dunkel. Der Händler-Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir jetzt schnell zum Schluss und liefern das Schwert ab. Ich muss auch sagen, ich finde die Grafik in diesem Spiel wunderschön. Das hat so ein bisschen was, weiß ich nicht, Wind Waker-mäßiges. So, ja, ein bisschen was von Wind Waker. Tja. Hier, Schloss, Schwert abgeben. Ah, Link, du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Sicherung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also, bis später, Link. Das Fest war toll, nicht? Naja, das bisschen, was ich davon gesehen habe, nachdem du mich hin und her gezogen hast. Ah, da du hier, Link, bist, bleib doch zur Sicherung. Okay. Schönes Schwert. Link, du kennst doch die Geschichte dieses Schwertes, oder? Natürlich. Habe ich alles in der Schule gelernt.
Man nennt es Schwert der Minisch. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minisch ist ein heiliges Schwert. Die Minisch übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Oh. Sieht Zelda eigentlich in irgendeiner Art und Weise anders aus? Oder hat sie einfach nur dreimal dasselbe Kleid? Wir beginnen mit der Siegerehrung. Der Sieger Vati, oder Vati, ich nenne immer Vati, von daher wird es auch weiterhin Vati bleiben, möge hervortreten. Keine Ahnung, wie andere nennen, aber ich nenne einfach immer Vati. Wie halt das Pokémon Vati. Nur halt, hier ist es ein blauer Wicht Vati. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Minisch und die versiegelte Kiste. Oh, was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Boing. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minisch und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Boing. Schwert kaputt. Das schöne Schwert. Schön, dass es den König und den Minister weggehauen hat, aber Zelda und ich sind erstmal geschützt. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin... Nee, sie sagt... Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, würde sie mir später nur im Weg sein. Durch meinen Fluch werde zu Stein. Nein, tu das nicht. Okay, tu es doch. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Hm? Was ist denn das? Da war ein Monster in der Kiste. Hm, war auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Und weg ist er. Moment, wo bin ich hier? Ich glaube, ich könnte aufstehen. Aber diese Maid dort, sie beobachtet mich. Wenn ich jetzt aufstehe, muss ich die Welt retten. Ich könnte einfach auf ewig jetzt hier weiter schlafen und müsste nichts tun. Oder ich stehe auf und rette die Welt und Zelda. Ja, das klingt gut. Da bin ich aber froh, du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater Alberich ist beim König. Okay, dann gehe ich auch zum König. Oh, durfte ich in den königlichen Gemächern schlafen? Ah, Link. Ah, Link, du bist wieder wach. Geht es dir besser? Da kann ich etwas zu sagen. Hört gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minisch, könnten wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minisch? Minisch? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minisch-Volk? So ist es, dieses meine ich. Doch Minisch existieren nicht nur in der Legende, es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minisch leben im Teloria-Wald, sie schufen das Schwert der Minisch. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Ich glaube, der Mist hatte vorhin eine andere Stimme, aber jetzt gebe ich ihm die quietsche Stimme. Es heißt, Erwachsene können die Minisch nicht sehen, egal wie sehr sie es auch versuchen. Aha, wenn das so ist, Link, du könntest doch gehen. Was? Ich hab's doch gesagt. Wäre ich doch nur in meinem Bett geblieben. Link, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minisch wissen, wie man das herrliche Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Yay, jetzt kann ich mit dem zerbrochenen Schwert, das heilige Schwert irgendwann herstellen. Und, was bekomme ich noch? Oh yeah, Schwert des Albrech, das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Okay. Tief im Teloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minisch genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start und dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Was ist Start? Was ist L oder R? Opa, was redest du da? Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Yay, Karte von Hyrule. Damit verläuft sich nicht. Okay, da müssen wir hin.
Also Link, brich den Fluch des Hexmeisters und rette Zelda. Ich finde immer noch, sowas sollte man nicht in Spielen machen, dass man sagt, drücke Start oder drücke L oder R. Sowas sollte dann eher so in die Item-Beschreibung kommen, wenn er sagt, hier ist deine Karte, damit du dich nicht verläufst und dann, yay, du hast die Karte erhalten. Drücke Start oder L und R, um da auf die Karte zu kommen. So wie wir jetzt hier machen. Ich finde, sowas sollte dann erst kommen und nicht, dass es ein Charakter sagt. Wieso fängt die Musik eigentlich hier nochmal von neu an? Naja. Wie auch immer. Gehen wir dann mal. Wee, wee. Wir rollen uns von dannen. Innenhof von Schloss Hyrule. Yay, yay. Ich mag dieses Rollen echt. So, mal gucken. Da ist Angreifen, da ist Blocken. Okay. Gegner. Drop nix. Gegner. Drop nix. Na gut, dann wollen wir mal ohne Umschweife wieder zurück in die Stadt gehen. Ich bin Handwerksmeister Muto. Wir reparieren den Schaden im Auftrag des Königs von Hyrule. Vorhin gab es ein Erdbeben, jetzt muss der Schaden behoben werden. Bleib weg, Kind, das ist gefährlich. Na gut, dann gehen wir nicht zurück in die Stadt Hyrule. Wir... Ja, ich weiß, dieser Baum sieht verdächtig aus, damit können wir mal noch nichts machen. Ah, und das ist ja auch noch so gewesen, dass man... Ich sag mal, in Anführungsstrichen Flächenschaden macht. Man kann mehrere Sachen gleichzeitig treffen. Oh, und blauer Rubin. Ist sehr praktisch, wenn man hier quasi mehrere Sachen gleichzeitig abholzt. So, die Lon-Lon Farm. Nichts. Toll. So, was haben wir hier? Der Zählerwasserfall nach oben, Tyloria-Wald nach unten, Hylia-See nach rechts. Okay, wir wollen zum Hyloria? Fast. Zum Tyloria. Dingensens. Tyloria-Wald südlich von hier. Schau auf der Karte nach. Ich weiß auch so, wo der ist. Und weg mit dir. Ich hätte jetzt so gehört, dass der was droppt. Dafür, dass er einfach gerade so weit weg war. Kann ich auch hier mit... Ja, okay, ich kann mit dem Schwert einsammeln. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ein Baumstumpf! Ich bin der König dieses Baumstumpfes! Und geh weiter! So. Da können wir nicht hin. Da können wir nicht hin. Damit uns nur ein einziger Weg bleibt, und zwar nach unten. Zu den östlichen Hügeln. Sind hier schon die Leute da? Ja, hier sind später noch so zwei Gebrüder, die... Ja, bearbeiten das Feld so ein bisschen. Mit den, ich glaube, wundervollen Namen Karl und Toffel oder so. Also das ist echt... Diese Namen manchmal. Wir können von vielen Spielern auch den Namen... Von vielen Charakteren auch später den Namen sehen. Ja. Wir sind im Tyloria-Wald. Nebenbei. Ja, das ist die ganze Karte. Ich denke mal nicht, dass das Let's Play allzu lang wird, aber... Man wird es wahrscheinlich... Ich kann es wahrscheinlich in die Länge strecken, indem ich halt eben auf 100% versuche. Ob es wirklich klappt, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob ich das jemals schon mal gemacht habe. Doch, mit Sicherheit. Ich glaube schon, dass ich das irgendwann mal gemacht habe. So, was haben wir denn hier oben noch? What? Keiner Schleim. So, wir können nebenbei natürlich nicht schwimmen. Und bekommen aber zumindest keinen Schaden dafür, wenn wir ins Wasser fallen. Finde ich sehr angenehm. So. Plopp, plopp. Überall hier diese... Moment, was? Der Busch ist stärker als mein Schwert. Der Busch ist wirklich stärker als mein Schwert. Ich brauche zwei Schläge. Gut, da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir hier oben weiter. Vielleicht ist da links noch etwas. Hilfe! Ja, hör doch auf! Au, 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 ist denn hier niemand? Finde ich nebenbei sehr gemein vom Spiel, dass es uns kurz vor dieser Stelle, wo man das Herzteil sehen konnte, es fehlen wirklich nur wenige Frames weiter, wenige Schritte weiter. Dann kommt so eine Cutscene und der irgendwo weiter hinten etwas passiert. So nach dem Motto, ja, okay, ich muss zurückgehen. Dann übersieht man dieses Herzteil. Und dann sieht man es an einer anderen Stelle, wo man sich dann denkt, Herzteil, da war was. So. Wollen wir ihn jetzt noch retten? Dann machen wir das im nächsten Part. Nee! Wer diese komische Figur ist, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Und, ja. Und retten ihn dann erst. Also es wird auch hier wieder 20 Minuten Parts geben, wie auch mit Mega Man. Weil ich denke mal, so ein Game Boy Advance-Spiel wird hoffentlich nicht allzu lange zum Rendern und
so brauchen. Von daher, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.